Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem weiteren meiner Videos. Im heutigen Video soll es um die sogenannte Microsoft DevBox gehen, eine relativ neue Möglichkeit für gerade Softwareentwickler, eine Workstation in der Cloud zu haben, die quasi immer dann zur Verfügung steht, wenn ich sie eben gerade brauche und die mit der notwendigen Leistung ausgestattet wird. Gerade in Zeiten von immer mehr Remote Working oder Home Office ist es sicherlich interessant, einerseits Zugriff auf eine leistungsfähige Entwicklungsumgebung zu haben, die man möglichst auch immer dabei haben kann, aber eben andererseits nicht auf irgendwelche sehr teuren Mobile Workstations oder gar auf einen nicht mehr wirklich portablen Desktop zurückgreifen zu müssen. Und hier füllt die DevBox eine recht interessante Lücke aus. Ähnliches kennen wir schon etwas länger von GitHub unter dem Namen GitHub Codespaces. Das Ganze ist ziemlich nah beieinander, wobei sich natürlich eine Microsoft DevBox wunderbar in Azure integrieren lässt. Hingegen Codespaces eher eine, sagen wir mal, losgelöste Lösung darstellt. Das Ganze möchte ich euch einmal in einer etwas längeren sozusagen Demo zeigen, da für die Bereitstellung von DevBox ein paar mehr Schritte notwendig sind. Dazu springen wir einfach mal rüber als erstes ins DevBox-Portal und danach ins Azure-Portal. Ich habe jetzt mal zunächst hier aufgerufen devportal.microsoft.com. Das ist eben das Entwicklerportal, wo man sich zum Beispiel, wenn man dafür berechtigt ist, eine DevBox anfordern kann, beziehungsweise seine bereits vorhandenen DevBoxes sehen kann. Ich habe derzeit, wie ihr hier sehen könnt, noch keinen Zugriff auf Projekte. Und das müssen wir eben als allererstes vorab einrichten und dazu springen wir ins Azure-Portal. So, jetzt sind wir hier im Azure-Portal im Bereich Microsoft DevBox. Ihr könnt einfach hier oben DevBox eingeben, ne? Dann bekommt ihr den entsprechenden Bereich auch angezeigt. Und dort können wir uns durch die einzelnen Schritte hangeln und da ist bei mir jetzt noch gar nichts eingerichtet. Ich beginne also wirklich komplett auf der grünen Wiese. Und das allererste, was wir brauchen, ist ein sogenanntes Dev Center. Das legen wir uns hier als allererstes an. Das halte ich jetzt auch in der Konfiguration und in der Definition relativ simpel. Ich mache mir hier dafür eine eigene Resource Group. Dann nehme ich das einfach nur als Demo Dev Center in West Europe. Man kann das jetzt wunderbar taggen und grundsätzlich würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr das produktiv einsetzt, hier auch von den Tags Gebrauch zu machen. Gerade eben, um dann später die Kosten sauberer auseinanderhalten zu können, macht es hier zum Beispiel Sinn, die einzelnen Entwicklerteams zu taggen, Abteilungen, vielleicht sogar Projekte, an denen die arbeiten. Dann kann man die Kosten nachher schön nach Tags aufteilen. Das Ganze dauert einen kleinen Moment. So, die Bereitstellung ist abgeschlossen. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist ein Projekt. Das heißt, wir gehen wieder in den DevBox-Bereich, in die Projekte und legen uns ein neues Projekt an. Das machen wir in der gleichen Resource Group. Das wäre jetzt nicht zwingend erforderlich, macht aber natürlich hier in meinem Kontext total Sinn. Das Dev Center, was wir gerade angelegt haben, ein neues Projekt und eine kurze Description. This is my test project. Im nächsten Step habe ich die Möglichkeit, Limits auf diese DevBox-Projekte zu vergeben. Und zwar kann ich hier nämlich limitieren, wie viele DevBoxen ein Entwickler maximal bereitstellen darf. Achtung, a limit of zero will prevent creation of all DevBoxes in this project. Das heißt, wenn ich das aktiviere, muss ich eine Zahl größer 0 eintragen, sonst kann man gar keine anlegen. 2 ist hier der Standard. Wenn man das auf 0 stellt, kann der Entwickler so viele DevBoxen anfordern, wie er möchte. Ich denke, von Anfang kann man ihm hier sicherlich ein Limit geben. Machen wir mal 3. Wieder das gleiche mit dem Tagging, ne? Gerade eben, wie gesagt, wegen der Kostenaufteilung. Und dann lassen wir das Ganze hier einmal anlegen. So, das DevBox-Projekt ist angelegt. Jetzt gehen wir wieder in den Bereich DevBox, rufen uns dort das DevCenter auf, was wir angelegt haben, weil wir nämlich als nächstes jetzt eine DevBox
Definition anlegen müssen. In der Definition definieren wir im Wesentlichen Compute und Storage für die zugrunde liegenden VMs, die hier verwendet werden sollen. Ich nenne das wieder nur Demo Def Definition. Dann gibt es hier verschiedene Images zur Auswahl, welche Visual Studio Version wir nehmen wollen, welches darunterliegende Windows wir nehmen wollen. Das kann man sich hier frei auswählen. Man kann hier auch ein Image nehmen ohne Visual Studio, wenn man sich dann zum Beispiel später einfach ein VS Code oder irgendwas installieren möchte. Das geht natürlich auch. Achtung, die Windows-Versionen, die ihr hier oben bekommt, sind alles, oder generell die Versionen, die ihr bekommt, sind alles Enterprise-Editionen. Das heißt, ihr habt dort den höchsten zur Verfügung stehenden Satz von Features. Mit wenigen Ausnahmen bekommt ihr auch die Visual Studio in der Enterprise. Naja, zwischendrin verstrecken sich ab und zu mal so ein paar Pro-Versionen. Da suche ich mir einfach jetzt eine aus. Ich nehme jetzt hier einfach für den Zweck die oberste, weil ich jetzt eh keine zu spezifischen Anforderungen habe. Achtung, hier gibt es nochmal ein separates License Agreement, das ihr euch durchlesen solltet, weil ihr das nämlich beim Anlegen einer DevBox dann auch akzeptiert. Image-Version nehmen wir Latest, das heißt, von dem, was hier bereitgestellt wird, kriege ich dann die jetzt aktuellste Version, beziehungsweise immer mit jeder Bereitstellung einer neuen DevBox die dann jeweils neueste Version. Dann können wir hier wählen, wie viel Power die zugrunde liegende Maschine haben soll. Leider haben wir hier nicht die Möglichkeit, wie so bei einer Azure VM, aus dem ganzen Spektrum aller Azure VM-Größen zu wählen, sondern hier sind wir relativ statisch, was die Auswahl angeht. Also es gibt nur drei Möglichkeiten, 8, 16 oder 32 Kerne. Ist natürlich logisch, je mehr Power, desto teurer. Und beim Speicher können wir ab 256 GB nach oben. Da sieht man schon, das sind typische Werte, wie man auch ein Notebook oder einen Desktop heutzutage bereitstellen würde. Wir haben ja die Möglichkeit, Hibernation zu nutzen, das neue Preview-Feature. Da habe ich vor ein paar Tagen ein Video schon mal gemacht. Da habe ich halt die Möglichkeit, eine VM, statt sie runterzufahren, um Geld zu sparen, in den Hibernate-Mode zu senden. Das heißt, ich kann also dann später mal genau da weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe. Ja, Auto-Stop-Schedules wird weiterhin für einen Shutdown sorgen, aber wir haben eben die Möglichkeit, auch entsprechend das auf Hibernation zu setzen. Das Ganze legen wir uns hier einmal an, dauert wieder einen kleinen Moment, ehe es hier dann weitergehen kann. So, die Definition ist fertig angelegt. Können wir auch hier sehen. Und den nächsten Step, den wir jetzt gehen, wir legen uns jetzt einen sogenannten DevBox-Pool an. Dazu müssen wir wieder in unseren DevBox-Bereich. Dort rufen wir uns dann das Projekt an. Übrigens sollte die Definition jetzt hier mit auftauchen. Man kann sie hier von hier nicht anlegen, aber wir können sie hier sehen. Jetzt müssen wir uns einen Pool anlegen. Auch das geht leider nicht von hier, obwohl das ja Manage heißt, ne? Sondern wir müssen in das Projekt rein. Und in dem Projekt gibt es dann hier unten den Bereich DevBox-Pools. Und da können wir uns einen solchen Pool entsprechend anlegen. Das Ding kriegt wieder einen Namen, Demo Dev Pool. Wir brauchen unsere DevBox-Definition, die wir gerade angelegt haben. Wir müssen uns hier auswählen, ob wir das einfach in ein Microsoft Hosted Network deployen wollen oder alternativ in unser eigenes Firmennetzwerk. Habe ich jetzt hier nicht, könnte man aber, müsste man dann vorher entsprechend anlegen, so eine Network Connection. Und dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel die DevBox auch mit VPN, mit dem Firmennetzwerk oder über eine Express Route oder so zu verbinden. Dann haben wir die Frage nach den Creator Privileges. Können wir entweder wählen Local Administrator oder Standard User. Das heißt, derjenige, der die DevBox anlegt, soll der eben auf der Maschine nachher Admin sein oder soll der eben nur ein normaler User sein. Autostop, ne, ist natürlich wieder eine Möglichkeit, um Geld zu sparen. Achtung, hier ist jetzt Hibernate noch nicht aktiv. Das müsste man dann noch separat später aktivieren. Hier wird die Maschine also jetzt klassisch runtergefahren. 19 Uhr nach UTC plus 1, also sprich deutscher Zeit, und zwar jeden Tag, also auch an den Wochenendtagen, kann man natürlich entsprechend anpassen, wenn man das möchte. Hier unten muss ich dann bestätigen, dass ich einen Hybrid Benefit habe, um überhaupt weiterzukommen. Ohne Hybrid Benefit keine Möglichkeit, hier jetzt fortzusetzen. Ja, sonst geht das halt eben nicht. Lest euch da bitte die Licensing Requirements nochmal durch, dass ihr da auch rechtlich auf der sicheren Seite seid und keinen Lizenzverstoß begeht. Einmal Create. Dauert dann einen kleinen Moment, während hier jetzt dieser Pool angelegt wird. Während das läuft,
damit ein User später aus diesem Projekt, wir sind ja jetzt hier in diesem Projekt, wo wir uns den Pool anlegen, damit ein User später hier raus eine DevBox deployen kann, braucht er eine entsprechende Rolle. Und zwar gibt es eine eigene Rolle, Dev Center DevBox User, und die muss dem User zugewiesen sein. Sonst kann der das später nicht anfordern. Und dazu gehen wir hier einfach in den IAM Access Control, Add Role Assignment. Richtigerweise würde man das jetzt über eine Gruppe machen. Ich mache das jetzt über einen Einzel-User. Wie gesagt, ich empfehle euch, dafür eine Gruppe anzulegen. Und dann gibt es hier Dev Center DevBox User mit dem Access to Create and Manage DevBoxes. Die Rolle reicht uns hier völlig zu. Als Member werfe ich hier mein eigenes Konto drauf. Und assigne die Berechtigung. Der Pool läuft immer noch. Müssen wir kurz warten, bis auch das letztlich abgeschlossen ist. Während das tut, vielleicht noch ein Hinweis. Ich kann mit dieser DevBox derzeit nur Entra-ID-Konten verwenden, also Work- oder School-Accounts. Und die müssen auch in dem Entra-ID originär angelegt sein. Also Guest-Accounts sind hier noch nicht unterstützt. Und Personal Accounts, also irgendwie so eine Microsoft Live ID oder so, ist auch nicht unterstützt. Das geht also wirklich derzeit nur mit Konten, die entweder originär im Entra ID angelegt wurden oder zum Beispiel aus einem Active Directory hierher gesynkt wurden. So, jetzt ist hier das Deployment für den Pool auch abgeschlossen und damit kann ich jetzt arbeiten. Das heißt, ich wechsle jetzt wieder zu diesem DevBox-Portal, das ich euch am Anfang gezeigt habe, lade hier einmal neu und dann sollte ich da gleich die Möglichkeit haben, da geht's los, eine DevBox zu erstellen. Erste Schritte. Ich habe jetzt hier natürlich keine Möglichkeit, Dinge groß auszuwählen, weil ich ja nur auf genau einem Projekt berechtigt bin. Dort ist genau alles nur einmal vorhanden und die DevBox kriegt hier einfach nur einen Namen: Demo DevBox 01 erstellen. Hier unten steht es, dauert mindestens oder durchschnittlich 25, kann aber durchaus bis 65 Minuten dauern und danach bekomme ich eine E-Mail. Das schauen wir uns natürlich jetzt nicht hier 50 Minuten lang an, sondern ich schneide das Video jetzt so, dass wir uns dann, sobald das hier fertig ist, wiedersehen und ich euch dann noch die Nutzung der DevBox zeige. In der Zwischenzeit noch ein kurzer Hinweis: Ich packe euch in die Videobeschreibung natürlich neben den allgemeinen DevBox-Link auch nochmal einen Link zu einer detaillierten Beschreibung, wie ihr diese Anlage vornehmen könnt, sodass ihr euch im Zweifelsfall, wenn euch das für das Nachmachen einfacher fällt, deiner textlichen Anleitung folgen könnt statt des Videos. So, nach einer kleinen Ewigkeit ist das Deployment jetzt tatsächlich durch. Wir können jetzt hier sehen, die DevBox ist fertig, wird ausgeführt, heißt es hier im deutschen Client, der jetzt sich übrigens einfach nur nach meinem Browser bzw. meiner Betriebssystemsprache richtet. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das im RDP-Client öffnen oder einfach direkt im Browser. Und im Browser heißt dann eben wirklich in der aktuellen Browsersitzung Authentifizierung mit einem User, der berechtigt ist. Hier hatte ich ja genau den auch hinterlegt. Und dann wird hier eine RDP-Sitzung im Browser aufgebaut, vergleichbar mit Azure Virtual Desktop oder auch bei Azure Bastion, allerdings mit ein bisschen mehr User Experience. Wir können auch hier wählen, welche Devices wir auch mitnehmen wollen in den Client. Na, also zum Beispiel auch, ob wir die Kamera mitnehmen wollen oder eben Drucker, das kennen wir im Grunde schon von RDP. Und ja, dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, uns zu verbinden. Ich muss mich hier einmal anmelden. Und dann lädt die Verbindung. Ich kann jetzt hier nochmal die Kamera, die er ja jetzt durchreichen möchte, enablen. Muss man natürlich nicht machen. Ne? Das ist ja jedem überlassen, wie er das möchte. Wir haben hier oben so ein bisschen eine Toolbar. Ne? Da kann man zum Beispiel Vollbild verringern. Wir können Daten hochladen in den Client hinein, wobei wir ja jetzt eh auch mit Clipboard die Möglichkeit haben, Files mitzunehmen. Und wir können hier nochmal ein paar Einstellungen vornehmen, was wir eben jetzt mitreichen wollen oder nicht, ob wir Haselbestellungen nutzen wollen oder nicht, ob wir die höhere Auflösung nutzen wollen, macht das Ganze aber natürlich ein kleines bisschen langsamer dann. Ja, so im Wesentlichen sind das die Sachen, die wir da oben haben. Und jetzt müssen wir kurz warten, weil die erste Anmeldung braucht natürlich beim Client immer einen kleinen Moment länger.
Ja, und da ist die Anmeldung auch schon abgeschlossen. Ich habe jetzt hier eben mein Windows 11 Betriebssystem mit einigen bereits vorinstallierten Anwendungen. Ne? Visual Studio hatte ich ja ausgewählt oder 65 Applikationen sind bereits installiert. Und wir können natürlich, wenn wir das wollen, weitere Anwendungen installieren, denn ich bin ja gemäß Einstellung hier auf der Maschine auch lokaler Admin und habe deswegen die Möglichkeit, selber Software zu installieren, beziehungsweise generell die Maschine nach meinem Vorlieben sozusagen anzupassen. Wenn ich nochmal die Sitzung sozusagen klein mache und in das DevBox Center gehe, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, die Maschine jetzt in den Ruhezustand zu versetzen. Ich habe die Möglichkeit, die Maschine runterzufahren oder neu zu starten oder natürlich auch bei Bedarf zu löschen. Ruhezustand und herunterfahren, ab dem Moment fallen dann keine Kosten mehr für die VM an beim Neustart, beziehungsweise wenn ich sie einfach weiterlaufen lasse, dann kostet die Maschine natürlich weiterhin regulär Geld. Wir haben ja noch die Möglichkeit, den RDP-Client, da kriegen wir einfach eine RDP-Datei, je nachdem, was für ein Betriebssystem wir hier verwenden, kriege ich da auch nochmal eine kleine Anleitung dazu. Und dann kann ich mich hier mittels MSI den Remote Desktop Client auch installieren, dann mit der Maschine verbinden, beziehungsweise wenn ich das bereits alles habe, also die Software, kann ich mir hier auch einfach nur die Verbindungsdatei letzten Endes runterladen. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ja, das soll es zum Thema DevBox auch gewesen sein. Ich denke, das ist ein durchaus interessantes Thema. Steckt natürlich jetzt auch noch in den Anfängen. Muss man auch mal schauen, wo sich das hin weiterentwickelt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Wenn es noch Fragen oder Anregungen gibt, packt mir das gerne in die Kommentare. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann holt das gerne noch nach. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.